Ich wurde in einem Kommentar gefragt, ob ich denn so ein bisschen was von meinem selbst gebastelten Astro-Ausrüstung zeigen kann, also meinen Astro-Stuhl, dann die Platte, die ich gemacht habe für meinen Go-To-Dobson und unter anderem möchte ich dann auch noch ein bisschen mal Sonnenfilter zeigen. Wenn es euch also interessiert, bleibt dran und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Unten ist ein kleiner Button, ihr wisst schon. Hallo und willkommen zum neuen Video. Wie schon gesagt, heute soll es so ein bisschen um so selbst gebastelte Astro-Ausrüstung gehen, die ich mir so gemacht habe. Also relativ einfache Sachen nur. Anfangen möchte ich mal mit dem Sonnenfilter. Das hier ist einer, den habe ich für meinen kleinen Refraktor gemacht. Das heißt einfach aus Karton, zwei Scheiben ausgeschnitten, die Folie dazwischen gespannt, reingeklebt. Einen Ring in der passenden Größe, damit es auch gut auf dem Teleskop sitzt drauf. Die Folie, das ist eine Beobachtungsfolie, also Folie für die Sonnenbeobachtung. Also keine Rettungsdecke oder ähnliches nehmen, was manche sich auch schon mal überlegt haben. Und da solltet ihr auch darauf achten, wenn ihr so eine Folie kauft, dass es eine für die visuelle Beobachtung ist und nicht für die fotografische. Weil bei der visuellen Beobachtung ist noch mal ein bisschen stärker gedämpft, weil das Auge da einfach empfindlich auf die Sonnenstrahlung ist. Wie gesagt, ganz einfach gemacht. Zwei runde Scheiben ausgeschnitten mit einem entsprechenden Loch in der Mitte. Folie dazwischen, Scheiben aufeinander, zusammengeklebt und dann noch mal einen runden Ring gemacht, den ich drauf zusammengeklebt habe und das kommt dann so auf das Teleskop. Für meinen 8 Zoll Dobson sah das ähnlich aus, sogar noch ein bisschen hässlicher als das, was ich hier gemacht habe. Also schön sehen meine Basteleien nicht aus. Aber ein Bekannter von mir hat sich meiner erbarmt und hat mich für den 8 Zoll Dobson nochmal einen richtig schönen Filter gebastelt. Und zwar sieht der so aus. Das ist aus, ich glaube, es müsste irgendwie so ein Holzmaterial, so ein Pressmaterial sein. Ist im Grunde genommen außen ein Ring. Hier hinten nochmal ein Ring, der hier, ja, ich sag mal, ausgeschnitten ist für die passende Teleskopgröße, damit man es so sehen kann. Mit Schrauben hier zusammengepresst und da einfach zwischendrin die Folie gespannt. Und hier noch so ein bisschen ja, Material, ja, wo ich es einfach dann ein bisschen auch an die Öffnung ein bisschen anschmiegen kann, damit er auch gut drauf sitzt und nicht so einfach runterfällt. Also wie gesagt, so einen Sonnenfilter kann man recht einfach basteln. Einfach aus Karton, wie es ich gemacht habe, oder wer ein bisschen mehr Aufwand und Zeit reinstecken will oder auch das Händchen dafür hat, kann sich auch so ein bisschen was Schöneres machen. Dann kommen wir zur Bodenplatte für meinen Go-To-Dobson. Laut Beschreibung kann der Go-To-Dobson, also ich habe den von Skywatcher, auch mit schrägem Boden zurechtkommen, funktioniert auch einigermaßen. Allerdings habe ich festgestellt, wenn der wirklich auf einer waagrechten Oberfläche, die auch im Wasser ist, also nicht nass natürlich, sondern schön mit der Wasserwaage gerade gerichtet, das hat dann einfach viel besser funktioniert. Ja, aber wenn man jetzt auf einer Wiese draußen ist, hat man das natürlich normalerweise nicht. Und da habe ich mir eine Bodenplatte gemacht mit drei Beinen, die ich einstellen kann. Und mit diesen drei Beinen bekommt man das auch relativ gut waagrecht. Die ganze Bodenplatte sieht so aus. Also auch nicht wieder besonders schön. Was ich gemacht habe, ist hier einfach so eine Pressholzplatte. Ja, also ich habe eine genommen von Peri. Das kennt man vielleicht als Schaltafeln für Beton. Die sind also relativ stabil, wasserunempfindlich. Da habe ich von hinten Schlagmuttern reingemacht. Das heißt, das sind so Muttern, Loch gebohrt und wenn man die dann reinsetzt, die haben so Haken dran, die kann man reinklopfen. Und dann drehen die sich nicht mit. Und da die Platte ja auf den Boden drückt, habe ich die Muttern von unten reingemacht, dann drückt sie auch nicht raus. Dadurch einfach ein ganz normales Gewinde. Oben habe ich nur einen kleinen Griff zum Schrauben dran geschraubt. Jetzt ist natürlich das Problem, dass das Ganze, wenn ich es im Gras habe oder so, im Gras versinken würde. Darum habe ich einfach noch drei solche kleinen Holzplatten mit einem Loch drin. Hier unten an dem Gewinde eine kleine Mutter. Kann ich einfach draufsetzen. Das heißt, damit versinkt es auch nicht.
Und die ganze Platte kann ich dann auf diese drei Platten, auf diese kleinen draufsetzen und anhand dieses Gewinde einfach hier die Höhe einstellen. Wenn man hier drei Stück hat, ist es auch nie wackelig. Und da einfach mit einer kleinen Wasserwaage so lange, bis es passt, Dobson drauf und dann der Go-To-Dobson, wenn der dann ausgerichtet ist, funktioniert der eigentlich dann ziemlich gut. Ja, und jetzt zum Schluss kommen wir dann noch zu dem kleinen Astro-Hocker, den ich gebastelt habe. Wer einen Dobson hat, der kennt es, je nachdem wie steil der steht, das ist schon mal recht niedrig. Und man steht dann oft relativ gebeugt da oder wenn man horizontnah beobachtet, ist es doch sehr, sehr tief. Dann kniet man vielleicht auch teilweise dran. Bei anderen Teleskopen, wenn man da ja, in der Äquatorialmontierung, so wie Zenitnah, beobachtet, kann es auch sein, wenn der relativ steil steht und ich schaue von unten rein, dass es doch auch relativ niedrig ist, unbequem zu stehen. Was manche machen, die nehmen dann zum Beispiel so einen Bügelstuhl, den es gibt, den man auch Höhen verstellen kann. Der ist, denke ich mal, für so äquatoriale Montierungen, die auch insgesamt ein bisschen höher sind, ganz okay. Nur für einen Dobson habe ich das Problem, da komme ich gar nicht so weit runter. Also so tief, wie ich das sitzen will. Und da habe ich mir auch auf Holz eigentlich was ganz Einfaches gebastelt. Und wie das Ganze jetzt aussieht, seht ihr hier. Einfach mal an. Den Ganzen kann man hier zusammenklappen. Unten einfach zwei Querholz, damit es einfach stehen bleibt. Hier habe ich zwei Schrauben drin, an einer so ein kleines Metallschiene, auf der anderen hier zum Einhaken. Unten habe ich nochmal von dem alten Rollladengurt, damit es einfach nicht zu weit auseinander geht. So steht der schon mal. Hier einfach ein ganz normales Scharnier. Und dann, wie ihr seht, habe ich das hier gezackt. Und zwar so tief, wie die Zacken runtergehen, so tief kann ich auch mal in meinen Sitz gehen. Mein Sitz sieht wie folgt aus. Einfach auf einer Platte die Form ausgeschnitten. Auch nicht sonderlich schön, aber einfach praktikabel. Das hier ist einfach, dass ich hier links und rechts, wie bei so einem Fahrradsattel, so ein bisschen meine Füße runter tun kann. Das hier kommt oben drüber. Hier unten dann noch zum Aufstellen hier drauf. Ein kleines Metallschiene. Man kann es auch teilweise anders machen, da braucht man vielleicht die Metallschiene nicht. Anwendung ist ganz einfach, man schiebt ihn hier drüber und je nachdem, welche Höhe man haben will, einhängen, kann man sitzen. So kann man ein bisschen höher sitzen. Wenn ich es niedriger haben will, stelle ich ihn einfach runter und komme damit auch relativ tief runter und kann dann so bequem einfach mit meinem Dobson beobachten. Also, wie gesagt, auch ganz einfach gemacht, nicht sonderlich schön, aber recht praktisch. So, ich hoffe, das Video war mal wieder interessant für euch. Es gibt noch viele andere Sachen, die man nachbasteln kann. Ich habe mir auch mal einen Sonnensucher gemacht, den habe ich allerdings mittlerweile durch einen gekauften ersetzt. Den habe ich so gemacht, dass ich zwei parallele Stangen hatte, die ich am Tubus der Länge nach aufsetzen konnte. Das heißt, die lagen dann auf. Einmal quer verbunden, in der Mitte noch über zwei Winkel, zwei kleine Metallplättchen hoch, vorne durchgebohrt, da konnte dann die Sonne reinstrahlen und hinten hat es dann den Punkt auf der zweiten Platte ergeben. Das habe ich dann einmal aufs Teleskop, durch die Schienen richtet sich es praktisch schön parallel aus, draufgeschnallt, einmal die Sonne eingestellt, den Punkt eingezeichnet, wo dann die Sonne drin ist. So habe ich dann jedes Mal, wenn ich die Sonne gesucht habe, relativ schnell gehabt. Das heißt, nur dieses Ding aufs Teleskop geschnallt, geschaut, dass der Punkt der Sonne mit diesem gezeichneten Punkt übereinstimmt. So was anderes kann man auch kaufen, habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt, es kommt einfach in meinen Sucherschuh rein. Ja, war mir einfach ein bisschen kleiner, weil meins war doch ein bisschen groß, was ich da gemacht habe und auch nicht so schön. Ihr seht ja, meine Basteleien sind zwar praktisch, aber nicht sonderlich schön. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch noch irgendwas Schönes gebastelt. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren mal schreiben, was ihr so habt oder wie ihr das dann auch gemacht habt. Ich denke mal, ist vielleicht auch für den ein oder anderen dann interessant. Ja, es gibt viele Leute, die bauen sich dann noch zum Beispiel eine beheizbare Taukappe oder solche Dinge. Aber ich habe jetzt hier nur mal ganz einfache Dinge, die jeder ohne Probleme nachbasteln kann. Ja, vielleicht hilft es euch. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einfach einen kleinen Daumen hoch gebt. Freue
Freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ihr wisst ja, unten ist ein kleiner Button. Wenn ihr die Glocke nebenan drückt, bekommt ihr auch immer Bescheid, sobald ein neues Video von mir rauskommt. Ansonsten wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.